Nochmal. Also du musst halt Attacke machen. Aktuell. Du musst überall hinterher telefonieren. Ja, das ist ja genau das, worauf ich hinaus will, dass die ganzen Makler verstehen, dass es halt denen nicht mehr zugeflogen kommt, das Geschäft. Ja. Die müssen sich drum kümmern. Also ich habe jetzt auch noch einen Key-Account eingestellt für die komplette Unternehmensgruppe, die Investoren anspricht etc., das vorstellt, was wir können in unserer Gruppe, aber auch eben Produkte, die wir haben aktuell und selber ich natürlich auch. Ja. Man muss halt einfach Attacke machen. Ja, du kommst dir vor wie, ich sag mal, so ein Heizer auf der Titanic, der seine 12 Kessel da hat und dann vorne anfängt, heizt und dann bist du am Ende und dann musst du wieder vorne. Immer. Ja, und wenn du halt vergisst, einmal reinzuschippen, ist der Ofen aus. Dann ist der Ofen aus, ganz genau. Dann dauert es erstmal eine Weile, bis er wieder an ist. Ja. Und so ist das Gefühl am Markt, ganz genau. Ne? Ja, und auf der anderen Seite kannst du den Kopf nicht in den Sand stecken, musst PS auf die Straße bringen. Ja. Und das, was du performen kannst, musst du performen. Aber ist halt schwierig, gar keine Frage. Also die Immobilienbranche war in der letzten Jahren sehr einfach. Man musste einfach die Immobilie nur verteilen und nicht verkaufen. Jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Man muss halt wieder aktiv verkaufen und auch dahinterher sein. Deswegen habe ich den Dirk hier eingeladen heute. Professioneller Immobilienmakler in verschiedenen Bereichen. Mehrfamilienhaus, Gewerbebereich und so weiter. Du hast ja gerade schon so schön gesagt, man muss die Kohle nachschütten ins Feuer auf der Titanic, bevor sie ausgeht. So ist es. Und das ist halt echt so, was viele noch verstehen müssen heutzutage. Also manche warten halt immer noch drauf, dass der Käufer ums Eck kommt und einfach kauft, aber die Zeiten sind vorbei. Ne? Willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was genau macht ihr und woher kommst du? Wo willst du dich hinentwickeln in den nächsten Jahren? Genau, was sind eure Positionierung am Markt? Mein Name ist Dirk Paschkio. Ich bin der Geschäftsführer und Gesellschafter der Grundauf GmbH. Wir sind im Bereich der Immobilienvermarktung, Immobilienvermittlung tätig. Mhm. Und auch noch anderweitig im Bereich der Projektierung, also Projektentwicklung tätig. Und aktuell habe ich ein kleines Team von insgesamt 8 Mitarbeitern und gehören aber insgesamt zu einer Unternehmensgruppe, die wir eben komplette Bereiche der Baubranche abdecken können, bis hin also Logistik-Einheiten, die wir dort errichten, also Großlogistikeinheiten mit dem Granunternehmen. Wir haben ein Architekturbüro, Landschaftsgarten, Architektur, Hausverwaltung, also das komplette Paket, um alle Leistungsphasen abzudecken. Und das ist eben auch die Stärke, die uns gerade hilft, in diesen schwierigen Zeiten als Gruppe vereint an den Markt zu kommen. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, den du jetzt auch gerade so schön angesprochen hattest. Der Markt ist schwierig. Das heißt, du musst nicht immer nur auf deinen Teller schauen, sondern du musst auch schauen, dass du Partner findest, mit denen du gemeinsam am Markt agieren kannst. Also wirklich nicht nur für dich. Ich sag mal, deinen Gewinn für dich nur alleine generieren, sondern mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, Lösungen schaffen. Der Markt ist halt schwierig und jeder kann sich dort helfen, jeder hat so seine Stärken. Und da arbeite ich auch schon mit einigen Kollegen aus der Branche zusammen, einmal in Süddeutschland, einmal in Norddeutschland. Wir telefonieren oft, wir unterhalten uns über Gewerbeeinheiten. Ja. Und versuchen dort eben auch gemeinsam herauszufinden, wie können wir dieses Produkt am Markt interessant anbieten und natürlich auch, mit wem können wir dort sprechen. Mhm. Da ist natürlich auch eine Plattform wie 7 Plus Club absolut hilfreich für uns auch, beziehungsweise dann für mich, die ich da nutze. Ich nutze die ganzen Filter, die ich dort habe. Das ist natürlich, sind schöne Tools dabei und das hilft mir unheimlich zu sagen, okay, das ist ein Fokus. Und klar haben wir natürlich auch bei euch die Möglichkeit, dies dann eben im Gesamt mit einem Teaser rauszuschicken. Für mich ist es aber auch wichtig, da nochmal die persönliche Ansprache bei den möglichen Investoren, Interessenten dort auch nochmal anzusetzen und wirklich da hinterher zu packen. Nochmal, das musst du heute auch. Ja. Du kannst nicht einfach nur rausschicken und warten. Naja, vielleicht klingelt ja morgen das Telefon oder es sagt einer eine Interessensbekundung. Das funktioniert einfach aktuell nicht. Ja. Du musst hinterher fassen. Dranbleiben. Auch als Chef muss man dabei sein. Und The speed of the boss ist the speed of the team. Ne? Du gehst ja voran. Du bist ja das Vorbild für das Team. Du gehst voran. Genau. Und einfach zu sagen, auch als Chef musst du dich reinbeißen in die ganze Geschichte. So gilt das eben für die ganzen anderen Kollegen auch. Und das ist ja auch bei uns ein bisschen getrennt. Ich bin im Bereich mehr Gewerbe, Immobilien bei uns zuständig. Meine Mitarbeiterin sind für die Mehrfamilienhäuser, also Vertrieb der Eigentumswohnungen, die wir auch selber teilweise projektiert und gebaut haben,
tätig, also ich sag mal mehr so im Privatsegment unterwegs und ich mehr im Gewerbeobjekt. Okay, ja, das ist auf jeden Fall so, dass halt viele Immobilienverkäufer und Makler auch das noch verstehen müssen jetzt heutzutage, dass es nicht mehr das Verteilen ist, sondern man muss wirklich proaktiv hinterher sein und verkaufen. Also wenn jetzt jemand in den letzten 5 Jahren seine Firma aufgebaut hat und noch nie in so eine Phase mal mitgemacht hat, wo man auch was dafür tun muss, dass man am Ende des Tages was verdient, die müssen jetzt halt ein bisschen auch mal ins sauren Apfel beißen und durchziehen. Halt. Umdenken. Es ist einfach in dem Markt ein Umdenken, wie es im gesamten Markt eigentlich nicht nur im Maklerbereich, ob es bei den Projektierern ist etc. Ja. Überall ist ein Umdenken angesagt, um ich sag mal auch mal wieder den Turnaround reinzukriegen. Dazu gehören natürlich auch nicht nur wir, eben als Makler oder überhaupt Teile der Baubranche, Projektierer, Investoren. Dazu brauchst du natürlich auch die Peripherie, die ich sag mal auch der Staat teilweise Unterstützung bringen muss. Wir haben es ja gerade aktuell im September, 25. September soll die nächste Runde stattfinden mit der Frau Geiwitz, mit unserem Finanzminister etc., wo ja 30 Milliarden als Förderpaket im Raum stehen, eventuelle Erhöhungen der AFA, Sonderabschreibung. Aber das reicht nicht alleine meiner Meinung nach, um den Push hinzukriegen, dass wir diesen Turnaround jetzt hier in der Baubranche reinkriegen. Mhm. Weil noch ist es so, wir brauchen feste Rahmenbedingungen, worauf wir Investoren auch verlassen können, wo die Reise in der Zukunft hingeht und damit auch planen zu können. Und das haben wir gerade alles nicht. Ja, es hat sich ja so schnell alles verändert, dass die Politik jetzt erstmal nachziehen muss, dass es halt wieder attraktiver wird. Weil gestern ist ja gerade wieder größerer Projektentwickler nicht mehr jetzt am Start seitdem. Und genau da wäre jetzt halt auch für mich die Frage jetzt an dich, was denkst du, welche Möglichkeiten in der Zukunft sich jetzt auftun müssten? Also wo genau muss das Geld hinfließen, in welche Assetklassen, in welche Leute müssen da rankommen, dass es halt gut läuft wieder? Also prinzipiell haben wir ja schon Probleme im Bereich Wohnungsbau, das wissen wir alle, es fehlen die Wohnungen, das wissen wir aber auch schon seit Jahren in der Politik. Mhm. Die Bauanträge werden immer weniger, sind in diesem Quartal ja schon wieder gegenüber dem letzten Quartal nach unten gegangen. Ja. Das wird, die Prognose ist auch, das wird immer weniger. Es ist ja auch klar, du kaufst zu einer Zeit vor 2 Jahren dein Grundstück für teuer Geld ein, zu einem Zinssatz von unter 1%, wie auch immer. Mhm. Eigenkapitalquote war ja fast gegen null, kann man sagen. Und wenn sie, dann haben sie sich manchmal noch gefragt, wolltest du auch ein Auto mitkaufen sofort? Wie viel Geld brauchst du? So auf gut Deutsch. Ne? Mhm. Und die Zeiten sind ja lange vorbei. Das heißt, es werden Eigenkapitalquoten aufgerufen. Es sind die hohen Zinsen da. So. Und jetzt hast du dein Grundstück da liegen. Willst Wohnungsbau machen? Kannst du gar nicht generieren. Du müsstest Mietpreise aufrufen oder Vermarktungspreise, die kein Mensch, ich sag mal in deiner Region, der Normalsterbliche nicht zahlen kann. Und das funktioniert nicht, weil am Ende des Tages will natürlich auch jeder seine Rendite haben. Ob es der Investor ist, der Projektentwickler, egal wer. Mit Minus will er ja nicht verkaufen. Nein, das ist so. Und er müsste mit Minus verkaufen, damit es einer kauft, aktuell bei vielen Cases. Ja, und es ist auch im Wohnungsbau, wir bekommen Projekte dargelegt, wo wir selber dann in unserer kompletten Gruppe überlegen, wo wir uns zusammen am Tisch setzen. Da wird uns was vorgestellt, ist das realistisch zu machen, dann sprichst du mit der Bank. Da werden dann die Eigenkapitalquoten wieder aufgerufen etc. Und am Ende überlegst du, wenn du jetzt, könntest du eventuell einen positiven Cashflow generieren, nur über die AFA. Ist das sie nicht? Nein, ist es nicht. Das macht keinen Spaß, solche Projekte. Das ist einfach so. Das ist ja bis spitz auf den Knopf kalkuliert. So ist es, ganz genau. Da braucht ja nur irgendwas Kleines nicht passen. Und dann knallt es. So, und dann eben noch die ganze Thematik, was wir drumherum haben. Aber das ist ja auch ein leidiges Thema seit Jahren. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Und das bremst uns auch. Ich habe viele Beispiele in der Praxis, wo ich dann mit Ämtern rede, wo du denkst, wollen wir uns nicht gegenseitig helfen? Ja, die wollen das eine Amt will Wohnung schaffen, das andere will es verhindern und alle gegeneinander. Es muss halt mehr ein Miteinander werden, damit es im Wohnungsbau vorangeht. So, ja, das ist der Punkt. Also das ist sehr schwer. Also da musst du wirklich Verschlankungen schaffen. Ja. Und wenn ich jetzt eben auch von Maßnahmen gesprochen habe, die wir da anreden, zum Beispiel eben wirklich, dass man sagt, wenn ich jetzt wirklich ein konkretes Projekt habe, was Wohnungsbau angeht, dass ich wirklich ein Mehrfamilienhaus gründen möchte, was ich zu akzeptablen Mietpreisen darlegen möchte, dann sehe ich da auch vielleicht unseren Staat so ein bisschen in der Pflicht, dort Möglichkeit zu schaffen, dass dort die Projektentwickler, Investoren auch ein vernünftiges, gefördertes Darlehen erhalten, über die KfW, wie auch immer.
Weil es ist ja am Anfang klar, sind es Kosten, auch für den Staat, gar keine Frage. Aber im Nachhinein generiert er ja trotzdem wieder mehr Steuern, ja, ja, klar. Wenn das alles läuft. Oder auch die Grunderwerbsteuer. Wir haben jetzt bei uns in NRW haben wir 6,5%. Das schreckt so viele Leute auch. Ich sagte auch, den Eigentümer, der seine kleine Eigentumswohnung kaufen will mit 70, 80 Quadratmeter, um mit seiner jungen Familie dort einzuziehen, wie auch immer. Das funktioniert dann einfach nicht. Ne? Also Grunderwerbsteuer dazu, die ganzen Kaufnebenkosten, die ich damit Eigenkapital abfrühstücken muss. Die man steuerlich nicht geltend machen kann. Ganz genau so ist es. Und da wäre es ja auch mal ein Punkt, wo ich sagen kann, warum kann ich die nicht steuerlich geltend machen? Das ist so ein Mix. Als Vermieter geht's ja. Ja, ja klar, das ist es, aber nicht als Privatperson. Ja. Ne? Und das ist so ein Mix um einfach einen schönen Cocktail zu kriegen, brauchst du einfach mehrere Faktoren. Ja. Und nicht nur einfach zu sagen, so, ich habe jetzt hier 30 Milliarden oder ich gehe mit einer AFA rein, die aber erst auch dann für mich dann zieht, wenn ich das ganze Objekt durchgezogen habe. Ich brauche ja am Anfang meinen Impuls, meinen Schub. Ja, ich glaube jetzt im Baubereich, die Gewinner sind ja die durchfinanziert haben, die dann irgendwie jetzt dann oder nächstes Jahr ein fertiges Produkt anbieten können, wo der Käufer halt nicht irgendwie so eine Bauphasenzahlung machen muss, wo er halt nicht weiß, vielleicht kriegt er die Kurve nicht, der Bauträger. Also man sieht es, die Großen teilweise geben den Löffel ab. Dann kann man halt nicht mehr so ganz da rein vertrauen, wenn man jetzt als Endkunde so eine Wohnung kauft, glaube ich. Das bremst auch nochmal die Kaufquote runter. Ja. Genau, aber wir wollen ja die positiven Sachen nochmal besprechen. Was glaubst du jetzt in den nächsten mittelfristig, sag ich jetzt mal, so ein kurzfristiger Business Case ist immer so, ja okay, ich will morgen reich, schnell werden, das gibt es ja nicht. Aber wenn man jetzt sich irgendwie neu ein bisschen umstrukturieren will, mittelfristig 3 bis 5 Jahre so, wo glaubst du, wie kann man sich da positionieren im Vertrieb, also als Makler, um gute Geschäfte noch zu machen? Also welche Projekte, es gibt halt so ein paar Stellschrauben, wo man halt dran schrauben kann. Die eine ist halt die, dass man halt proaktiv anbietet, neue Käufer recherchiert, vielleicht auch mal Leute anspricht, die vermögend sind, in der Stadt wohnen, die aber gar nicht drüber nachgedacht haben zu kaufen. Aber wenn man die mal fragt, gerade du hast gesagt, du kommst aus Bielefeld, ne? Ja. Wenn in Bielefeld irgendwie ein Fußballprofi zufällig wohnt und eben seine Mom wohnt in einem Mehrfamilienhaus, das gerade zum Verkauf steht, dann denkt er vielleicht über einen Verkauf nach, unabhängig des Business Case, rechnet sich vielleicht so halbwegs, nur kauft es trotzdem. Persönlicher Bezug. Sowas halt sehe ich. Und dass man da halt einfach proaktiv so reingeht. Und gibt es da irgendwelche andere Möglichkeiten, Geschäftsfelder, wo du sagst so, hey, ich glaube, in dem Bereich als Makler sich jetzt drauf zu spezialisieren, macht Sinn. Was kann ich noch als Beispiel nehmen? Manche Makler nehmen halt Objekte an, die rechnen sich halt nicht, weil sie es nicht wissen. Die verstehen nicht genau, das Haus rechnet sich, das hier nicht. Ich nehme aber beide, weil ich bin Makler und will die Provision haben von beiden. Aber am Ende des Tages ist der Fokus nicht mehr da, weil er hat mehrere Sachen angenommen, die es teilweise halt gar keinen Sinn ergeben, was nicht das Problem des Maklers ist. Aber die machen sich selber zum Problem, weil sie halt den Aufwand sich ins Haus holen. So. Wo siehst du da die mittelfristige, schlauste Positionierung dann? Also wir fangen nochmal eben, das war ein guter Ansatz auch, du bekommst ein Projekt, sollst du anbieten am Markt, wie auch immer, da auch das offene und ehrliche Wort mit dem Verkäufer erstmal führen, zu sagen, okay, das sind deine Vorstellungen, jetzt schau es mal an, bleiben wir jetzt mal beim Mehrfamilienhaus, weil das du eben auch angesprochen hattest, das ist deine Netto-Kaltmiete per Anno, das möchtest du dafür erzielen, die Faktoren liegen aber gerade ganz woanders. Geh nochmal in dich, willst du es wirklich verkaufen? Denk dran, weil zu diesen Faktoren wirst du es nicht verkaufen können. Also erstmal Punkt 1, das offene Gespräch führen. Das zweite ist, komme ich nochmal auf den anderen Punkt zurück, wo sehe ich Möglichkeiten für die Zukunft als Makler? Da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen, wo geht die Zukunft hin, wo ist Bedarf? Wir werden, und da brauche ich nur meinem Ohr wirklich rauszuhalten an die ganzen Diskussionen, also auch an die politischen Diskussionen, wo wir Defizite haben in unserem schönen Land hier. Das ist ja, wir haben einmal den Bereich wirklich Digitalisierung. Unsere Internetgeschichten, die wir dort haben, die teilweise nicht flächendeckend sind, also die Internetanbindungen. Dann haben wir noch den Punkt erneuerbaren Energien. So, das sind Punkte, da muss ich eigentlich schauen, dass ich da aktiv schaue, wo gibt es Flächen diesbezüglich. Sind Kommunen interessiert, dort eventuell
Agri-PV-Anlagen. Also ich sag mal, diese schöne Geschichte aus PV und ich habe noch Landwirtschaft darunter. Das ist ein Punkt, was kommen kann. Überhaupt PV-Parks, ganz groß, Photovoltaikanlagen, Photovoltaikparks. Dann eben Windenergie. Diese Flächen zu generieren dafür, weil das wird kommen, das wird weiterhin auch stark gefördert, dieser Bereich. Und je mehr der gefördert ist, desto größer ist ja auch die Möglichkeit für einen Investor, dort einen Cashflow zu generieren, einen vernünftigen. Und umso attraktiver kannst du dort auch ein Grundstück anbieten und auch verkaufen. Und wir haben genug Brachflächen, auch bei uns in Deutschland noch. Brauchst nur in den Osten schauen. Da gibt es große Flächen mit 1000 Hektar oder wie auch immer. Das sind alte Flächen von Kasernen oder das sind Riesenflächen, die sind, ich sag mal, die kannst du nicht mehr nehmen für den Wohnungsbau oder irgendwie sowas. Ne? Die sind zwar entmunitioniert worden, aber der Boden ist ja kontaminiert dort, etc. Aber da kannst du wirklich die Möglichkeit schaffen für eben solche PV-Anlagen. Oder aber auch der nächste Punkt sind Rechenzentren. Wir brauchen Rechenzentren hier in Deutschland. Und zwar, dass wir die Leistung reinbekommen für unsere Digitalisierung, die wir dringend hier benötigen. Und da musst du deine Augen und deine Ohren offen haben, meiner Meinung nach. Da musst du auch dein Netzwerk ausbauen. Da sind Möglichkeiten. Da wird in Zukunft, also jetzt mittelfristig, wirst du da Chancen haben, sag mal, vernünftige Deals zu machen. Und ich sag mal, wo am Ende des Tages auch alle Parteien, die am Tisch sitzen, ein Lächeln auf dem Gesicht haben und sagen, okay, damit sind wir zufrieden. Verkäuferseite passt, Investorseite passt, aber auch meine Seite als Makler passt auch. Ja, okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn und das kannst du dir ja auch so zurechtlegen dann ein Stück weit schon, wenn du schon irgendwie dann komplett den Deal begleitest. Du kannst als Makler ein Objekt finden für einen Investor, der sowas kaufen will, um es dann zu entwickeln und an Dritten zu verkaufen, der es langfristig im Bestand halten will. Ja. Genau. Gerade im Vorgespräch habe ich auch noch einen interessanten Punkt aufgeschnappt, den du gesagt hast und zwar dadurch, dass Projektentwickler teilweise jetzt Liquiditätsengpässe erlangen, müssen die Grundstücke ihres Vorrats, also die kaufen ja so große Entwickler, kaufen Grundstücke als Vorrat, damit sie halt dann nach dem einen Projekt das nächste schon machen können. Und die müssen teilweise halt die Projekte fertig bauen, haben noch nicht alles finanziert, durchfinanziert, müssen dann halt irgendwie Liquidität rankommen. Einer der Wege ist, die Vorratsgrundstücke abzustoßen. Das kann halt dazu führen, dass man halt sehr gute Einkaufspreise erzielen kann, wenn man jetzt Grundstücke ankauft. Also aktuell ist es noch nicht so weit, dass die so verscherbelt werden, sage ich jetzt mal. Aber die Potenziale sind auf jeden Fall vorhanden, dass da das ein oder andere Grundstück in Versteigerung kommt und vielleicht auch verscherbelt dann wird. Ja, verscherbelt. Wie kannst du als Investor jetzt da ein gutes Geschäft draus machen und wie würdest du sowas strukturieren? Weil wenn jetzt ein Käufer kommt für ein Grundstück, du kriegst ein günstiges Angebot in Bielefeld, um mal beim Beispiel zu bleiben, willst du ja auch nicht das kaufen, jetzt sofort bauen und dann die Wohnungen in Einzelvertrieb irgendwie geben oder global, weil es halt einfach jetzt gerade vom Timing her, solange die ganzen politischen Randbedingungen, die wir vorher besprochen haben, noch nicht gegeben sind, willst du ja nicht bauen jetzt. Wie würdest du sowas angehen dann? Ein günstiges Grundstück kommt. Ja, schwierig. Das ist schwierig. Wie gesagt, es ist ja gerade alles auf Hold. Es ist die abwartende Stelle. Aber wenn ich als Investor zum Beispiel sehe, es kommt ja natürlich auch an, wie hoch ist meine Eigenkapitalquote, die ich da reinbringen kann. Ne? Und ich sag mal, wenn ich das Geld dort liegen habe und ich bin ja auch vielleicht mal als Family Office oder wie auch immer auch ein bisschen dazu gezwungen, jedes Jahr Geld irgendwo zu investieren, dann würde ich da schon perspektivisch zuschlagen. Natürlich würde ich jetzt aber auch noch dieses nächste Vierteljahr abwarten, was die politischen Rahmenbedingungen, wie sich da noch verändern wird. Und ich denke mal, da wird die Reise auch hingehen. Also, dass es dann wieder ein bisschen bergauf geht? Dass ich auch eine Sicht auf Sicht fahren kann, wo geht's hin? Ja. Auch als Investor. Und die Goldgräberstimmung wird meiner Meinung nach wirklich zum Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres sein. Weil dann werden viele Grundstücke und Objekte auf dem Markt gespült werden, wie du eben schon so schön sagtest, eben aus Insolvenzmassen, aber eben auch verscherbelt, weil es nicht mehr anders geht. Vorbeugend halt. Ja. Genau, und das ist halt eben auch das Wichtigste, Vorbereitung ist halt das A und O. Wenn man das jetzt halt schon kommen sieht teilweise, dass man sich halt dementsprechend halt finanziell auch vorbereiten kann, dass man sowas stemmen kann, weil sonst gewinnen wieder die, die eh schon
gewonnen haben, quasi die ganzen Family Offices, die über Generationen hinweg das Vermögen vor sich herschieben, ja. Die, klar, kaufen es einfach kurz aus der Portokasse, aber wenn man halt sowas schon kommen sieht, muss man halt schon halt gucken, dass man vielleicht den einen oder anderen ins Boot holt oder bankseitig sich da gut aufstellt, dass man halt dann von der Situation profitieren kann, oder? So ist es, ganz genau. Ja. Genau. Ja, aber zur Zeit abwarten, definitiv. Also ich spüre das auch bei meinen Telefonaten, die ich mit Projektentwicklern auch führe, mit großen Projektentwicklern, und die auch wirklich sagen, ja, aktuell Grundstücke, nein, wir warten noch. Wir haben selber noch einiges im Portfolio, das ist auf Eis gelegt. Wir warten noch, was jetzt noch kommt. Aber aktuell neu zu investieren in Grundstücken, nicht. Machen die nicht. Ich habe auch vor zwei Wochen, aber einer Woche noch mit einem großen Projektentwickler in Berlin telefoniert, den ich schon seit Jahren auch kenne. Und wir haben dort eine angenehme Basis, also wir kennen uns schon lange, sind auch per Du. Und wir haben intensives Gespräch geführt, und der sagt selber, du, das ist ein Bombengrundstück. Ich habe ein super Grundstück noch hier in Berlin auch, was ich aktuell in der Vermarktung auch habe. Also prinzipiell Bombengrundstück, ich habe mit unserer Entwicklung gesprochen. Würden wir eigentlich gerade kaufen, haben aber gerade noch zwei Grundstücke in Berlin, die wir, wo wir eigentlich eine Entwicklung schon aufgelegt haben, wo wir auch weiter wollen, kommen aber nicht weiter. Einmal gibt es wieder bürokratische Hürden. Hürden aufgrund des Umweltamtes, wo du dir teilweise an den Kopf packst. Das ist in keiner Relation, die dort steht. Eine Eidechse hat sich wieder eingenistet. Punkt, es ist eine Zauneideechse. Echt jetzt, oder? Ja. Wer hat die da wohl ausgesetzt? Acht sind es, nicht eine. Acht. Wer hat die da ausgesetzt? Ja, das ist die Frage. Ja. Also, und auf der einen Seite wird dann geschrien, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Ja, ich wollte eigentlich gerade einen Witz machen, aber es ist Tatsache, ne? Das gibt's nicht, ey. Das ist, war sehr spannend und war auch teilweise emotional, das Gespräch dann. Ja, ne? Klar. Auf der anderen Seite. Weil das ist ja auch Kapital, was du gebunden hast, was du überhaupt nicht wieder als Rückfluss mal irgendwie zeitnah wieder generieren kannst. Ja. Das ist ja auch klar, dass dann sagen, ja, ich kann jetzt nichts machen, ich würde es gerne kaufen. Du sagst, ich kann jetzt nicht das nächste dritte große Grundstück kaufen. Ja, sagen, natürlich nicht. Dann kommt halt Ende des Jahres nochmal eins und nochmal eins. Irgendwann ist halt dann der Hahn zu. Ja, und was mich dann an solchen Sachen dann ärgert, wie gesagt, mit der Relation, weil wir bei der Zaunadechse, da wird dann gesagt, ja, kannst du nicht, weil du brauchst ein anderes Grundstück, wo du die eben unterbringen kannst. Dann wird dir aber erzählt, ja, ich habe ein Grundstück. Ja, das ist 40 Minuten Transportweg, das ist den Zauneidechsen nicht zumutbar. Mhm. Ist zu lang. Ja. Und auf der anderen Seite sind das aber dann auch die gleichen Ämter oder wie auch immer, die dann sagen, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen bezahlbaren Wohnungsbau, wir brauchen bezahlbare Mieten. Es geht irgendwie ganz konträr auseinander. Ja, ich kenne auch so ein Unternehmen, die halt auch so viele Themen haben mit sowas. Ja. Die machen so, ja, sie tun Häuserabriss und so weiter und halt auch mal irgendwie so ein Grundstück vorbereiten für den Aushub, dass halt die Bäume und so weg sind und so weiter. Ja. Und wenn die halt zum Beispiel eine Baumfällung anstreben, Montag um 8 Uhr, dass sie, glaube ich, anfangen zu arbeiten, dann ist da schon der Erste mit der Kette am Baum halt, ne? Die Leute, die ketten sich an den Baum und dann kann er halt nicht mehr arbeiten, weil da keiner ist. Ne? Und dann kommen, die machen es jetzt mittlerweile so, die kommen halt einfach um 5 Uhr morgens schon. Viel zu früh und viel zu laut, auch um die Uhrzeit. Aber bis dann die Beschwerde ist, ist der Baum schon weg halt. Ne? Ja, so kannst du von allen eine Anekdote erzählen. Es ist vielleicht noch eine kleine Geschichte, was mich die letzten Wochen auch wirklich auch gewundert habe und wo ich dann auch sage, das ist teilweise schon sehr dreist, was dir dann auch wirklich ins Gesicht gesagt wird. Da ging es auch um ein Gewerbegrundstück und mit einem Gewerbepark, das letzte Grundstück, was auch da ist, keine Riesenfläche. Ja. Und, aber im Gewerbegebiet, also sehr interessant. Du hast schon GHZ von 0,8 gehabt, also passte alles. Und Preis war auch absolut taco, mehrere Interessenten dafür. Mhm. Und dann sprichst du dich mit der Gemeinde final nochmal ab. Ja, ich habe den und den. Ist das ein Problem? Der macht zum Beispiel, ja, ist ja auch egal, welches Gewerbe. Ja, und dann ging es um den Abstandserlass von 1998, der dann ein gewisses Klientel, ein Unternehmen dort aufführte. Ich hätte Kupfer verarbeiten können dort, Quecksilber,
Masttierzucht, alles, ne? Verstanden alle da drinne. Aber Unternehmen, die, ich sag mal, im Bereich erneuerbare Energien und so unterwegs sind, die stehen da nicht drinne und durften dort nicht hin. Okay. Also, Also kommen weil sie zu leise sind aufgrund der Emissionswerte. Ich sage zu nochmal, leise. ja, ich habe auch gesagt, ich sage, hallo, zu leise, ja. Von den Emissionswerten, die stehen nicht in diesem Ja. Abstandserlass drin, sind die zu leise. Aber Und ist doch. das erklär mal jetzt den Kommt Kaufinteressenten. es doch ein Vorteil, wenn es leise ist. Ja, natürlich. Und da habe ich dem auch gesagt vor meinem, ich sage mal, das hat doch mit Logik nichts mehr zu tun, was Sie mir gerade sagen. Nein, hat es auch nicht. Ja, aber die sagen es halt einfach, weil sie müssen, Ja. ne? Also tut mir leid, und dann denkst du auch, Ja, ist verrückt. wo willst du hin? Ja, der eine steht dem anderen im Weg halt. Ja, 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 ja. wie ist das dann bei euch? So, wie viele Calls machst du am Tag dann im Vertrieb? Oder pro Mitarbeiter, habt ihr da so ein Ziel gesetzt Nein, auch? wir haben kein Ziel gesetzt. Nein, wir haben ganz viele. Der Tagesablauf, der besteht ja nicht nur aus Calls. Du musst dich auch wieder So interne Abstimmungen so. interne Abstimmungen machen, wer kümmert sich um was. Ja. Dann bekommst du neue Informationen zu dem Projekt oder zu dem Grundstück, die du dann wieder verarbeiten musst, aufbereiten musst und dann auch den Interessenten, mit denen du diesbezüglich schon mal gesprochen hast, Ja. diese Infos nochmal weitergeben oder auch nochmal das Gespräch mit dem Verkäufer führen. Wir haben jetzt die und die Feedbacks erhalten. Wir behalten ja auch über eure Plattform des Weiteren auch Ja. mal Feedbacks. Und wenn die dann zu Mert kommen oder auch du Dann weißt du, wie merkst, du reagieren musst. du bekommst Angebotspreise auf ein Mehrfamilienhaus Ja. und die sind, ich sag mal, in der ziemlich gleichen Range. Die liegen dann irgendwo, was weiß ich, als Beispiel zwischen 2,1 und 2,2 Millionen. Er will aber 2,8 haben. Du merkst aber, das funktioniert nicht. Er geht nicht runter. Er will nicht runtergehen, da musst du halt schon mit der Vernunft kommen und dann am Ende sagen, musst du entscheiden, willst du es jetzt noch verkaufen oder nicht mehr, weil aktuell wirst du nicht mehr dafür bekommen. Ja, klar. Ne? Vor allem in so einem großvolumigen Bereich steht halt nicht einer auf, der es dann doch noch macht. Nein, das ist so. Also da musst du schon Einfach Glück durchgehen. haben, wenn du mal so jemanden findest. Ja. Aber ich sag mal, die sind ja auch alle nicht mit dem Klammerbeutel gebunden. Die kennen alle ihr Geschäft, die wissen, was sie Ja. machen. Die machen das seit Jahren. Die wissen, wie der Markt tickt. Und das sind auch nachvollziehbar. Es wird auch oft dann geschrieben, aus dem und dem Grunde ist nur dieser Angebotspreis möglich. Also die schreiben nicht einfach eine Zahl dahin. Also Ja, da klar. kriegst du schon eine Fundierte fundierte Feedback. Antwort mit den ganzen Basiswerten und warum man auf diese Zahl kommt. Und dann du dann wirklich mehrere Antworten bekommst, die sich ähneln in ihrer Art, unabhängig voneinander. Das ist ja das Schöne bei euch. Es ist ja nicht einfach so eine Gießkanne, die ich da rausschicke, sondern ich habe ja wirklich, Du kriegst dann die zurück, genau. ja. Und ich nutze da auch viel, auch nicht nur einmal die Geschichte, einmal den Teaser raus an alle, Ja. sondern ich schreibe dann auch mal noch meine persönliche E-Mail an die Leute, rufe dort an und ja, wie du schon sagtest, du musst dranbleiben Ja. und schauen. Ne? Das Interessante ist, du bekommst dann aber auch, du kommst mit Investoren ins Gespräch, wo du gar nicht gedacht hast, dass die in diesem Segment auch teilweise auch noch unterwegs sind oder eben ganz woanders was suchen und dann denkst du, ach, ich habe aber noch die Schublade hier. Mach sie mal auf, oder? Ja, Ja. dann da könnte doch auch was dabei sein. Und diese Gespräche habe ich oft, muss ich ganz Das ehrlich ist gut, sagen, ja. wo dann kommt ja aktuell oder einfach mal so ein Feedback kommt ja aktuell hier in den Bereich Logistik. Hier nicht unbedingt, aber in der Region, mehr Stuttgart oder sowas, da sind wir auf der Ja, Suche. Stuttgart ist eh gut. Da suchen wir, ja, da suchen wir so 30.000 bis 40.000 Quadratmeter in der Region, wenn Sie da was haben oder wie auch immer so. Ja. Und dann ist es dann eben auch das, was ich eben sagte, du kannst nicht nur alleine für dich in der jetzigen Zeit umdümpeln, sondern du musst schauen, dass du wirklich mit Partnern zusammenarbeitest, Gemeinsame Lösungen gemeinsam finden. Lösungen schaffen, dann teilst du dir nach am Ende des Tages den Spaß. Das ist immer mehr als gar nichts. Ja, klar. Das ist so. Und dann musst du, pass mal auf, ich habe hier einen Kunden. Hast du da was im Portfolio, wie auch immer? Das darf natürlich jetzt nicht zu viel werden. Das machst du mit zwei Leuten. Dann gehst du dann konkret an die Sache dran. Ne? Und auch das ist dann auch erfolgsversprechend. Ja, Ne? klar. So, und dann der das Grundstück bei sich hat oder wie auch immer, der ist dann auch federführend in den Gesprächen und du begleitest das aber. Und du Weil holst wenn, auch dann teilweise noch mehr Unterlagen von den Behörden ein, die der Eigentümer jetzt nicht hat und so weiter, ja, musst du auch genau. alles Ja. drumherum optimieren, halt klar. Also Die alles da, wo Datengrundlage geholfen verbessern. werden wird, wird geholfen. Ne? Ganz Genau. genau. Und das ist das Schöne auch eben bei uns in der Unternehmensgruppe. Das ist wieder mein Vorteil, den ich jetzt auch habe, Ja. wenn ich was nicht weiß. Ich habe das komplette Know-how bei uns in der Gruppe. Kannst du intern kurz abchecken? Ich gehe eine Etage tiefer über den Flur quer, gehe zum Architekten, gehe zum GU hin,
sag mir mal einen Richtpreis für das Projekt. Wo geht die Reise dahin, wenn ich das bauen will? Dann kann ich auch sofort sagen, passt das mit den Grundstückspreisen noch oder können wir daran arbeiten? Gibt es da noch irgendwelche Szenarien, die ihr seht oder auch macht, dass ihr Sachen halt dann zum Beispiel in Bestand rein entwickelt oder so oder kauft auch? Ja, also zum Beispiel aktuell ist es so, dass wir, das ist auch ein schwieriges Unterfangen jetzt gewesen, aber es wird konkreter. Wir haben ein Grundstück erworben vor 2,5 Jahren. Ja. Wunsch der Stadt war, dort ein Ärztehaus zu errichten. Mhm. Weil die gesundheitliche Infrastruktur, diese Infrastruktur, was Gesundheitswesen angeht, vor Ort nicht mehr die beste ist. Du hast viele alte Ärzte, Hausärzte vor Ort, die so langsam in Rente gehen, es kommt aber nichts hinterher. Du hast aber trotz alledem noch Klinikum und Pflegeheime in der Region. Und dann haben wir das Grundstück gekauft, wir haben es projektiert, wir haben die Baugenehmigung erhalten. Jetzt sind wir auf Mietersuche, wir haben jetzt einen großen Ankermieter gefunden. Mhm. Dadurch, dass wir diesen gefunden haben, den ersten, sprichst du dann mit der Apotheke, sprichst du mit dem Physiotherapeuten. Die springen auf dann. Und jetzt, so langsam kommt da Schwung in die ganze Geschichte und der Gedanke ist, dass dann nachher das Ganze daraus eben ein Paket zu machen. Wir haben diese Mieter, wir bauen es für euch, wir haben die Baugenehmigung, wir haben es gezeichnet. Wir können da komplett einen Vorwürdeal draus machen zum Beispiel. So ist auch der Plan, dass wir da hingehen. Und sowas eben als Forward Deal heißt dann, dass der quasi nach Bauvorschritt bezahlt wird. Ganz genau, ganz genau so. Und das ist natürlich auch ein Aspekt. Und das ist der Vorteil, den wir eben haben, dass wir das komplette Paket da abgeben. Ja, okay. Und nicht nur einfach sagen, hier kannst du ein Grundstück kaufen, sondern hast Gedanken dir dazu gemacht. Und, das wäre der Plan A. Plan B wäre halt, dass man es dann fertig baut und dann ohne Forward Deal verkauft, nehme ich an. Genau, ganz genau. Ja. Und manchmal musst du eben auch im Vorfeld, auch wenn du weißt, du glaubst an ein Objekt, ja. Und du glaubst an ein Grundstück, dann gehe ich auch zu meinem Architekten bei uns im Hause und sage, pass mal auf, ich habe dieses Grundstück. Da könnte ich mir richtig was Gutes drunter vorstellen und mach mir doch mal eine Entwurfsplanung drauf. Und wenn ich da eine Entwurfsplanung drauf mache und bekomme so ein Gefühl für das Ganze, das wirkt ganz anders, als wenn ich einfach nur sage, hier, Grundstück. Ja, okay. Und dass wir sagen, wenn man die halt dann nicht Idee, noch berechnen will, ist, ne? Genau. Das ist auch noch so ein Ding bei den Grundstücken, die verkauft werden, mit so einem Entwurf, dann kommt irgendwie 800 Quadratmeter Wohnfläche raus, dann sagt der Verkäufer, Bodenrichtwert ist 1 Million plus 800 Euro pro 800 Quadratmeter, also mal 8, da kommt halt nochmal das oben drauf dann, aber es ist noch gar nichts da in Wirklichkeit. Und das ist nur Luft und die wollen es halt vergütet haben. Wurde in der Vergangenheit teilweise bezahlt vielleicht? Aber vielleicht, jetzt gerade ist es halt einfach nur noch ein Grundstück und nicht mal, das ist wahrscheinlich nicht mal ganz Bodenrichtwert mehr. Und das sind halt Bonbons und da willst du dich auch absetzen. Ja, du zeigst einfach das, was geht mit dazu und erhöhst die Verkaufswahrscheinlichkeit. Aber dass einer dadurch mehr zahlt, das... Nein, also das kannst du abschreiben. Das kannst du knicken, Das ist einfach nur nice to have, was ich dann eben einem adäquaten Käufer eben mitgeben kann und teilweise eben auch mache. Also natürlich auch mit dem Gedanken, dass wir in der Gruppe das Ganze auch realisieren können. Ja, klar. Also natürlich sind wir dann auch Ansprechpartner. Ich kann da verweisen, hier, die haben die Entwurfsplanung gemacht, die Idee ist dort geboren. Und deswegen eben dieses kooperative Denken und deswegen auch Kompetenzkooperative, so wie wir uns da nennen. Und das funktioniert gut. Und du brauchst einfach diese Partner in der jetzigen Zeit. Genau, dass man dann über den Tellerrand auch hinausschauen kann. Ja. Dann danke Dirk auf jeden Fall für deine Einblicke. Wir haben gelernt, man muss dranbleiben und nicht die Immobilie auf den Zettel anschreiben und an Baum pinnen und warten, bis einer anruft, sondern man muss die Leute tatsächlich an der Hand nehmen. Ja. So drumherum noch irgendwie mit irgendwelchen Extras glänzen und dann bringt man das Ding auch noch zum Notar. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder an ihn, schreibt einfach in die Kommentare rein und die werden dann zeitnah beantwortet. Ja. Ich danke dir. Ebenso. Ja.